Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und heute gibt's deftig kräftiges Bierfleisch, ehrlich, einfach und lecker. Viel Spaß bei diesem Video. Wie bin ich auf dieses Rezept gekommen? Ja, der Kameramann und ich, wir bereiten uns das gerne zu, weil es schnell geht. Ihr werdet gleich verblüfft sein. Alle Zutaten kommen in eine Reihe und werden dann letztendlich schön durchgeschmort bis zur gewünschten Konsistenz. Lasst uns doch mal einen Blick über die Zutaten werfen, oder? Bierfleisch klappt übrigens auch in der Küche am oder im Backofen. Und jetzt werfen wir einen Blick über die Zutaten. Wir nehmen hier immer durchwachsenen Schweinenacken. Man könnte jetzt auch, könnte ich mir gut vorstellen, auf ein mageres Stück Fleisch zurückgreifen. Also das könnt ihr für dieses Rezept auch verwenden. Und wenn ihr gar kein Schweinefleisch mögt, dann könnte ich mir sogar Puten- oder Hähnchenfleisch für dieses Rezept vorstellen. Das wäre so eine Abwandlungsmöglichkeit. Dann werfen wir einen Blick auf die Gewürzmischung. Das Bierfleisch könnte man auch Kümmelfleisch nennen, weil der kommt recht dominant hinein. Wer den nicht mag, ich weiß, da gibt es einen Aufschrei draußen, der setzt halt auf gemahlenen Kümmel oder lässt ihn weg. Ja. Ansonsten auch Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Ihr könnt auch jede andere beliebige Gewürzmischung verwenden. Vielleicht experimentiert ihr da mal ein bisschen, was euch dann letztendlich am besten schmeckt. Ich könnte mir auch eine Kreuzkümmelnote vorstellen, auch sehr lecker. Gemüse, Paprika und eine ordentliche Portion Zwiebeln und Knoblauch. Okay. Also, Entschuldigung, Frau am Grill, das könnte man eigentlich auch Paprikafleisch oder Zwiebelfleisch nennen, da wäre ja alles möglich. Freilich, oder? Aber ich habe mir jetzt für Bierfleisch, was ist denn eigentlich das gute Bier, bringen wir nicht gutes Bier, haben wir vergessen. Oh Gott, darum heißt es Bierfleisch, oder? Ja. Weil du das beste Bier von der Welt hast. Ja. Ihr könnt jedes Bier verwenden, das euch am besten schmeckt. Und ich würde kein bitteres Bier verwenden. Kein bitteres Bier, du hast recht. Also Pils zum Beispiel, weniger Pils. Gut geeignet, aber Dunkelbier kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Bringt ein bisschen noch kräftigere Note hinein und ich nehme einfach ein klassisches helles. Ja, und das waren die Zutaten. Und jetzt geht's los, jetzt werden wir die vorbereiten. Schritt Nummer 1 lässt sich super alles auch vorbereiten. Gell? Wir mischen die Gewürze zusammen. Ich gebe sie in eine Box hinein. Oh, jetzt ist ein bisschen Kümmel daneben gegangen. Sorry, Kameramann. Hey. Entschuldigung. Ja. So, ein bisschen durchschütteln. Das war's hier. Schritt Nummer 2 ist Fleisch vorbereiten. Man könnte jetzt es in ganzen Stücken verwenden, aber es ist später beim Servieren einfach schöner, wenn es kleiner geschnitten ist. Also ich empfehle euch, so eine Nackenscheibe zu halbieren oder vielleicht sogar in 4 Teile zu schneiden. Und ich entscheide mich wirklich für die 4 Stücke. Der Vorteil ist es auch, wenn man es in kleinere Stücke schneidet, weil wenn man sich jetzt vorstellt, das wird alles in die Reine gegeben, dann in den indirekten Bereich vom Grill oder in den Backofen, dann kann es schon sein, dass vielleicht die eine oder andere Paprika-Ecke, Stelle oder Zwiebelstelle ein bisschen dunkler wird. Und dann lässt sich das, wenn das Fleisch klein geschnitten ist, schön durchwirbeln wieder, ja? Ein bisschen besser vermengen. Es fliegen einem praktisch, willst du damit sagen, die Nacken steckst nicht um die Ohren oder aus der Reine raus. So ist es. So ist das es. Ist nicht blöd. Ja, letztendlich ist es einfach, bleibt es aber jedem selber überlassen. Es ist bloß so eine Anregung, gell, und eine Erfahrung, die ich hier teile. Ja, jetzt hast du aber 3 Stücke, nicht 4 aus jedem geschnitten. Ja, weil die ein bisschen kleiner sind, Kamera. Entschuldigung, komm. Dass ich da so. Ja, komm, also das kann man schon machen. Dann hast du auch. Ja, weil die ein bisschen schmaler sind einfach. Gell. Also jetzt wollen wir mal nicht so ganz. Päpstlich als Papst. Pff, Gottes Willen. So, das letzte Stück noch. Ja, das ist ein schönes marmoriertes Stück Fleisch. Gibt ordentlich Fett ab. Und jetzt werden wir das Ganze in die Schüssel geben und mit der Gewürzmischung versehen. Und dann, und das muss nicht über Nacht dann einmarinieren? Könnte man. Von mir aus, ja, Logo kann man machen. Aber du machst aber es nicht. Nö, das muss nicht sein. So, Gewürzmischung drüber. Und dann auch ordentlich reinkneten. Ja. Mei, das ist jetzt nicht ein Riesenstück Fleisch, das man hier zu marinieren hat. Und außerdem wirkt ja so ein Rub eh nicht bis in die Tiefe. Ja, da müsste man ja dann schon eher spritzen. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Also es reicht einfach kurz vorher. Ups. So.
Oder eine Stunde im Kühlschrank, mein Gott. Das zieht ja bei 1,5 Stunden dann auch beim Schmoren durch, oder? Logo, das geht doch alles über ineinander. So. Könnte ich mir jetzt auch gut irgendeine Fertig-Barbecue-Gewürzmischung vorstellen, zum Beispiel vom Mecke. Christian Mecke, der hat ganz coole, oder vom Höfelgriller, den Senerub. Sehr gut, ja. Unbedingt. Also experimentieren, gell? Oder einfach zur Lieblingsgewürzmischung greifen. Dann das heißt, könnte ich mir gut vorstellen, wir haben es ja schon mit Fertiggewürzmischungen gemacht, ja, und die sind auch okay, aber... Freilich. So. Schön. Die ist halt schon sehr einfach und ehrlich, gell? Ja, so. So ist es, auf jeden Fall. Das passt immer. Gut, das Fleisch ist gewürzt und jetzt kommen einfach Paprika und Zwiebeln damit hinein und werden miteinander vermengt. Ja. Knoblauch lasse ich noch übrig, der kommt später ins Spiel. Ich habe eine Befürchtung. Welche? Ich habe die Befürchtung, dass dir das Ganze nicht in die blaue Auflaufform, nein, in die Kameramann Oldschool macht nichts, weil wenn es nämlich nicht reinpasst, dann kann man noch ein zweites Gefäß verwenden, aber ich glaube schon. Gell? So, okay. Dann Bier öffnen. Bitte. Oh Mann. Ja. Hätte man auch schon gleich machen können. Gell? Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben wir da schon Qualitätskontrolle gemacht? Braucht man nicht. Schmeckt. Ah. Gut. Reine vorbereiten, ihr könnt eine Konsistform verwenden und dann ab damit in die Reine hinein. Ich würde ein bisschen so fettere Fleischstücke dann extra nach oben legen, weil wenn man sich dann vorstellt, wenn das hier so brutzelt, die Hitze kommt von oben, dann tritt das Fett aus und verteilt sich dann auch gut nach unten. Kann man also besonders fette Stücke nochmal ein bisschen aussortieren und die eher oben auflegen. Kameramann, das geht doch auf, der Plan geht auf. So. Kann man da auch sagen, dass die fettigen Stücke dann die nicht so fettigen, mageren Stücke, ja, schützen? Ja, das schützen, genau, das ist auf jeden Aber Fall. Aber das ist mager, das muss drunter tun. Ja, da hängt ein bisschen was dran, ja. Deswegen. Ja. Aber ja, ja, das passt schon. So, das passt schon, gell? Ja, ja. War noch so eine Anregung, hier schützt auch ein bisschen das Gemüse. Aber ein Nacken ist ja eh jetzt nicht so, ist ja eh nicht so mager und... es besteht nicht so viel Gefahr, dass er austrocknet. Und jetzt spickt man das Ganze noch ein bisschen mit den Knoblauchzehen da. Verteilt ihr ein bisschen, könnt auch noch mehr verwenden. Und das war's hier. Gut. Oh, das hätte man eigentlich schon früher machen können. Mensch. Grill vorheizen. Auf 180 Grad indirekte Hitze. So. Gut. Und jetzt kommt das Bier ins Spiel, das ist auch nochmal Geschmacksgeber und das verteilen wir jetzt hier vorsichtig und gleichmäßig über den Zutaten. Wie viel kommt da rein, mengenmäßig? Ja, 250 Milliliter, ihr findet alles unterhalb des Videos in der Infobox, folgt einfach dem Link zum Barbecue und Food Magazin. Ja, gut. Da ist ja noch die Hälfte drin, das kann ich ja trinken jetzt, oder? Nein, jetzt doch nicht, um Gottes Willen. Kein Bier vor... 4. Okay. Grill vorheizen, also auf den indirekten Bereich. Kann man eigentlich schon drauf jetzt. Ja, passt. Und dann bis zur gewünschten Konsistenz. Ihr könnt da von 1,5 Stunden bis 3 Stunden das Ganze zusammen schmoren lassen, wie es euch am besten gefällt. Wir wollen das Fleisch ein bisschen bissiger, ja, ein bisschen bissfester haben. Und zwischendrin mal reinschauen und vielleicht ein bisschen durchwirbeln das Ganze. Ja? So. Also bissfester, noch nicht Altenheim-Style. Noch nicht Alten. Ja, ach, wo lege ich es denn hin? Wo stelle ich es denn hin? Hier haben wir die direkte, hier ist die indirekte Hitze. So. Und jetzt ja, hole ich euch vielleicht mal noch eine Stunde dazu, dann spitzen wir da mal rein. Nach einer Stunde duftet es traumhaft und man möchte eigentlich schon probieren, aber geben wir dem Ganzen noch eine halbe Stunde, also bei 1,5 Stunden seid ihr dann auf der sicheren Seite. Und so sieht das Ganze jetzt aus und jetzt merkt ihr schon da oben, da haben die Zwiebeln ein bisschen verstärkt Farbe angenommen und dann wirbel ich das jetzt einmal kurz durch, ja, damit auch noch ans untere Fleisch ein bisschen Röstung rankommt. Also das duftet so gut. Kameramann, wie kannst du wieder stehen? Das riecht nach Schweinebraten irgendwie. Ja, ja, das ist einfach, gell? Das riecht nach Schweinebraten irgendwie. Ja, so ist es. So. Also wie lange jetzt noch?
Ich meine, nach einem halben Stündchen und wer sagt, nö, ich möchte, hoffentlich bleibt noch was übrig, wenn ich da umrühre und ständig was rauswirf. Und wer jetzt sagt, ich mag das Fleisch noch weicher, ja, der lässt es halt noch länger drin und kann auch noch mal mit Bier aufgießen, wobei da noch genügend drin ist jetzt. Schaut es her. Naja, wir glauben es dir schon. Mach zu, ja. Sonst dauert es noch länger. Ja, warte, die schwarze Zwiebel lasse ich noch nach unten verschwinden. Verteile das nochmal schön. So sieht es gut aus. Und jetzt noch ein halbes Stündchen und dann wird probiert, kurzes Beilagen-Ping-Pong kann man machen. Ich setze auf Bauernbrot, kräftig, deftig. Ja, mir wären ehrlich gesagt Semmelknödel oder Serviettenknödel recht. Auch nicht schlecht. Pommes auf blöd. Ja, also das riecht so nach Schweinsbraten, da Pommes jetzt dazu. Kartoffeln. Oder manche verkaufen das ja als Jahrmarktfleisch und da in der Semmel, Semmelbrötchen rein. Aber das ist ja, da läuft ja dann die Letten, wie man bei uns in Bayern sagt, also die Soße raus. Das ist nix. Wir essen es klassisch, ein bisschen mit Bauernbrot dazu, ja. Aber vieles ist möglich, gell? Und jetzt halt, ja, soll ich aufhören zum Filmen? Achso, ja, eine halbe Stunde warten und dann wird probiert. Haben wir es jetzt, oder wie? Na Logo, nach einer halben Stunde ist es mir ein Vergnügen, das Ganze zu präsentieren und zu probieren. Tada! Sieht das nicht gut aus, Kameramann? Lehn dich rüber. Ja. Ja, also. Bunt, es bunt. Riecht gut und sieht bunt aus. Sieht gut aus, ist bunt. All in one. Abwandlung, Kartoffeln, ja. Schaut euch das an. Fleisch ist weich. Ja, das so schaut's aus. Okay. Wer es noch weicher mag, der hat ja die Möglichkeit hier, das auch noch weiter zu garen. Aber ich finde es so gut. Ja, man braucht doch ein bisschen einen Biss. Ich könnte aber auch Pulled Pork draus machen und das Fleisch dann später noch zerrupfen, wenn ihr es noch länger drauf lasst. Aber dann schaut bestimmt das Gemüse nicht mehr so knackig. Das schaut echt noch ein bisschen knackig aus. Ja. Obwohl das jetzt 1,5 Stunden drin war. Komisch. Na hier. Scheint zu schmecken. Also schmeckt richtig urig. Das Fleisch ist schön weich. Es ist saftig. Es hat aber noch ein bisschen Biss. Gewürzmischung passt wunderbar. Dann haben wir hier Zwiebeln und Paprika, die ja feine Röstung angenommen haben teilweise und die sind noch saftig und knackig. Wer möchte, wenn die Gäste sich verspäten, der kann das Ganze, wie gesagt, noch länger drauf lassen, aber Flüssigkeit, Wasserstand, Bierstand immer kontrollieren und gegebenenfalls noch ein bisschen nachschütten, wobei das immer noch durchhalten würde. Ja. Ihr habt da Soße dabei, ihr könnt Kartoffeln reinschnippeln und die auch noch mitgaren. Die würde ich dann allerdings vielleicht drunter platzieren, dass die schön im Saft liegen. Ja. Schau mal her, da ist am Rand, ja. Das sieht man, ein bisschen eine dunkle Röstung am Rand. Das könnte man jetzt mit dem heißen Wasser noch abkratzen, dann wird die Soße noch besser. Ja, das kann man noch ein bisschen so hoch, hallo, freilich Kameramann, gell? Das kann man alles machen, man hat viele Möglichkeiten. Ich hoffe, liebe Zuschauer, dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Ich blende euch hier was ein, aktiviert die Glocke, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen, eure Anja, macht's gut. Also Kameramann, auf geht's, Tisch decken.